Willkommen zu Pflegeleicht. Zärtlichkeit, sexuelle Lust, ja, die gehören zu den Grundbedürfnissen und auch Kräften des menschlichen Seins. Und trotzdem stellen wir uns quer, wenn es um das Thema Sexualität, Zärtlichkeit und Demenz geht. Geht das, gehört das zusammen und wie soll das eigentlich funktionieren? Die Expertin an meiner Seite ist heute Gabriele Paulsen. Sie kommt selbst aus der Pflege und unterrichtet und coacht Mitarbeiter von Institutionen und ambulanten Diensten. Aber genau wie professionell Pflegende brauchen eben auch Angehörige Kompetenz und Wissen, wenn es um dieses Thema geht. Und genau das werden wir Ihnen heute vermitteln. Gabriele Paulsen hat vor 3 Jahren Necita gegründet. Necita ist eine Empfehlungsagentur für Sexualassistenten. Gabi, vielen Dank, dass du dir heute für uns Zeit nimmst. Mal gleich vorab, Zärtlichkeit, Sexualität und Demenz. Geht das? Gehört das zusammen? Darf das zusammengehören? Auf jeden Fall. Es wäre doch schlimm, wenn nicht. Das Gute ist ja, auch mit so einer Erkrankung bleiben die Bedürfnisse und die Gefühle gleich. Was passiert denn, wenn ich diese Bedürfnisse nicht bediene, beziehungsweise nicht erkenne, nicht wahrnehme? Was kann passieren? Ist ganz unterschiedlich, aber ich glaube, die Isolation und die Traurigkeit steht an erster Stelle. Ja. Diese Zurückgezogenheit und jetzt sagen, ach Mensch, und mir geht es einfach nicht gut. Und dann kann es natürlich auch passieren, je nach welcher Art der Erkrankung vorliegt, werde ich wütend drüber, ja? Ey, das, Mann, das macht mich echt sauer, dass das hier jetzt irgendwie nicht mehr geht, entweder mit meiner Partnerin oder mit jemand anders, dass ich das mir jetzt einfach versagt bleibt. Ja. Genau, das ist ja das Ding in der Häuslichkeit. Wenn ich, nehmen wir jetzt das Beispiel, Ehefrau pflegt Mann seit ein paar Jahren, muss Intimpflege machen und wechselt die Windeln, dann ist es nur verständlich, wenn die Ehefrau irgendwann nicht mehr Lust auf Sex mit dieser Person hat, mit ihrem Absolut. Ehemann. So, er will aber weiter gerne auch mit ihr. Was mache ich dann, wenn ich das immer und immer wieder ja als vielleicht auch als Angriff wahrnehme? Dann, wie kann ich denn da reagieren? Denn ich würde, weil es ja ein sehr schambehaftetes Thema ist und weil man natürlich mit ganz vielen Gefühlen in Kontakt kommt, die wir eigentlich alle nicht so gerne mögen. Ja. Wut, Ekel, Angst. Ja, manche fühlen sich auch bedroht von ihrem Betroffenen und denken, bin ich hier noch sicher? Kann ich das noch machen? Und dann würde ich am besten Fall tatsächlich mal in der Familie gucken. Ist da jemand, der meinen Mann, meine Frau kennt und der mich da unterstützen kann auch? Ich glaube, Frauen holen sich sehr viel Zärtlichkeit über mal hier so Berührung und Händchen halten und so. Wenn bei Männern dieser Druck entsteht und irgendwie habe ich das Gefühl, müssen die das ja auch loswerden. Wo werde ich denn das dann los, wenn meine Frau keine Lust mehr auf mich hat? Du redest jetzt von Druck. Und Druck, glaube ich, dass bei dem einen oder anderen das jetzt immer gleich mit Ejakulation und Orgasmus und so weiter. Nach meiner Erfahrung braucht es das oft nicht. Ja. Es braucht wirklich also gerade im Alter, und es braucht dieses Kuscheln, dieses miteinander nackt sein, also ich sag mal dieses Ergebnislose. Ja. Also wir verfolgen da kein Ziel. Das würde auch wieder schon wieder so viel Druck aufbauen bei allen Beteiligten. Das braucht es gar nicht, aber es ist natürlich eine Idee, mal zu sagen, ist es vielleicht für die Angehörige oder den Angehörigen möglich, zu einem anderen Zeitpunkt, also außerhalb der Intimhygiene, mal einen Versuch zu starten? Wie fühlt sich das denn an, wenn ich mich mit meinem Ehemann ins Bett lege oder mit meiner Ehefrau? Und wenn wir uns erlauben, nackt zu sein? Und ich kann das ja mal probieren. Wenn das nicht geht, wofür ich auch völliges Verständnis habe, könnte eine zweite Lösung sein, dass ich entweder versuche, zu erfragen, was er erwartet, wenn das möglich ist, oder vielleicht auch mir mit Filmen zum Beispiel. Ja, man sieht wieder, es geht um Kommunikation, um das Miteinander, um das Reden. Absolut. Jetzt ganz kurz noch, Gabi, wo melde ich mich, wenn ich dieses Bedürfnis des Austauschs habe oder auch der Hilfe? Was sind so die ersten Stellen, die du empfehlen würdest? Also ich finde, Pro Familia hat ein ganz tolles Programm da aufgestellt. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat ein tolles Programm gemacht. Es gibt viele Sprechstunden, auch Notfallsprechstunden für pflegende Angehörige von Pflegestützpunkten. Und wenn es jetzt speziell um das Thema Sexualassistenz geht, dann natürlich gerne sich bei mir melden. Ja. Also. So, liebe Gabi, für unsere pflegenden Angehörigen oder Interessierten jetzt nochmal zusammenfassen, was wären die richtigen Schritte für jemanden? Tja, ich würde jetzt mal versuchen, das so in 4 To-Dos zusammenzufassen. Ja. Erstmal die Situation überhaupt
als unangenehm erkennen. Also erstmal für mich sagen, wow, das gefällt mir jetzt gerade nicht, was hier passiert. Punkt Nummer eins. Als zweites zu sagen, was ist davon jetzt wirklich meins und was ist seins oder ihrs beim Erkrankten? Ja? Muss ich das jetzt persönlich nehmen? Ist das jetzt, oder kann ich das voneinander trennen und ein bisschen aus der Wertung rausgehen, aus das persönlich zu nehmen? Punkt Nummer drei. Ich teile mich jemandem mit, wer auch immer das ist. Das kann auch meine Nachbarin sein oder vielleicht auch Angehörige, denen ich nahe stehe und wo ich mich das traue. Traue ich mich, das mit meinen Kindern zu besprechen? Und Punkt Nummer vier, sich Unterstützung einzuladen. Zu sagen, kann mir jemand helfen? Eine Beratungsstelle, vielleicht schalte ich einen ambulanten Dienst. Lasse ich jemand in unsere Paar- bzw. Pflegebeziehung? Lasse ich jemanden Drittes dazukommen, der mich unterstützt? Gabi, vielen, vielen Dank, dass du dich so geöffnet hast. Ich hoffe, Ihnen hat es ein paar Tipps mit an die Hand gegeben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind bei Pflegeleicht. Bis dahin, alles Gute. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Mehr Filme und Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Und wenn Sie Wünsche bezüglich Themen haben, die wir für Sie filmisch umsetzen sollen, schreiben Sie mir an sophie.rosentreter@drk.de.